Ihre Gemäuer erzählen von längst vergangenen Tagen. Ihre Historie ist eine bewegte. Die Schlösser in und rund um Steinachbürg ziehen Besucher und Eigentümer in ihren einzigartigen Bann. Im Raum Steinachbürg gibt es 6 Schlösser. Schloss Trautenfels, Schloss Obersteinach, Schloss Untersteinach, Schloss Mittersteinach, Schloss Friedstein und Schloss Sonnhof. Im ganzen Tal gibt es nirgendwo auf so engem Raum 6 Schlösser mit einem Maximalabstand von 2 Kilometern. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Schwemmkegellage bestes Siedlungsgebiet war und die Obrigkeit dort einlud zu bauen. Ruhig und stolz liegt Schloss Sonnhof am Waldesrand. Das aufwendig renovierte Gebäude lädt uns gleichsam wie die herzlichen Besitzer zur Erkundungstour ein. Das Schloss wurde eigentlich auf einen alten Bauerngehöft, das war erstmalig ist das genannt, 1602, der Spechtenhof. Dann gab es aber eine große Anzahl von Besitzerwechseln. 1907 hat die Familie Banz, das war ein abstammender Hammerherrn, Sohn, das Haus gekauft. Das Haus kam zum Brennen und er hat damals eigentlich eine Ruine gekauft mit den gesamten Anwesen. Da hat das ganze Landwirtschaftsbereich dazugehört und hat das dann aufgebaut. Und 1912 ist dann das Nebengebäude, war ein Stallgebäude, auch nochmal abgebrannt. Jede Ecke im Haus, die Kästen, Bilder, die Originalböden, Lampen und Geweih. Sie lassen die Abenteuer erahnen. Aber auch im Garten stößt man auf Außergewöhnliches. Dieses Schwimmbad, was heute der Schwimmteich ist, war mal betoniert. Und zwar im 37er Jahr, 1937, wurde bei diesen Ausgrabungen ein Gräberfeld ausgegraben. Diese Artefakte, die sind heute in Graz, glaube ich, im Landesmuseum hinterlegt, immerhin aus der Zeit 800 nach Christi, das sind inzwischen 1300 Jahre zurück, wurde scheinbar auf diesem Boden schon gelebt und gewirtschaftet. Ebenfalls lang im Verborgenen blieben diese gemahlenen Zeitzeugen im Schloss Trautenfels. Wir befinden uns hier im Freskenraum. Das ist sicher einer der schönsten und besondersten Räume des Schlosses Trautenfels. Und wir kennen ihn eigentlich noch nicht so lange. Wir haben ihn erst 1992 entdeckt. Da sind unter vielen Farbschichten diese wunderbaren Gemälde zum Vorschein gekommen, die dann in 2-jähriger Arbeit freigelegt und restauriert wurden. Das Schloss, das so erhaben und gleichsam beschützend über Steinachbürg wacht, hatte auch prägsame Besitzer, die ihre Vorlieben und Geschmäcker im Gebäude verewigten. Josef Lamberg hatte große Jagdgebiete in der Umgebung. Aus den vielen Trophäen hat er unter anderem Möbel herstellen lassen, Sitzmöbel, Schränke, Tische, die in Einlegearbeit wiederum mit Geweihblättchen verziert waren. Wenn man den atemberaubenden Ausblick vom Schloss Trautenfels aus genießt, sticht einem gleich das herrschaftlich anmutende Schloss Untersteinach ins Auge. Die Adelsfamilie der Steinacher hat dies zusammen mit Ober- und Mittersteinach in nur 500 Metern Abstand erbauen lassen, um die zahlreichen Nachfahren zu versorgen. Im Hintergrund sehen wir Schloss Untersteinach heute. Schloss Steinach erbaut wurde es Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts. Im 16. Jahrhundert verwüstete ein Brand Untersteinach und es brannte bis auf die Grundmauern nieder und musste neu aufgebaut werden. Heute ist das Schloss im Besitz der Hartmannischen Liegenschaftsverwaltung der Familie Kaufmann. Diese hat um die Jahrtausendwende mit großem finanziellen Aufwand und viel Liebe zum Detail Schloss und Gut renoviert, erneuert und hergerichtet. Der Park wurde neu gestaltet. In der aufgelassenen Landwirtschaft wurden dringend benötigte Wohnungen errichtet.
So wurde alte, erhaltenswerte Bausubstanz neuer, moderner Verwendung zugeführt. In unmittelbarer Nähe lassen nur mehr Überreste an die längst vergangene Zeit erinnern. Obersteinach ist Ende des 12. Jahrhunderts erbaut worden. Der Historiker Wernbacher spricht bereits 1280 von Steinach, von Obersteinach. Zuerst wurde der obere Stock errichtet. Die Familie war kinderreich, es wurde immer wieder an- und zugebaut und so kam der untere Stock zustande. Als nächster Besitzer scheint Karl Graf von Saurau auf. Die Sauraus haben aber Obersteinach nicht mehr bewohnt und so begann das schöne neu erbaute Schloss langsam zu verfallen. Ende des 17. Jahrhunderts war Obersteinach nicht mehr bewohnbar und wurde in weiterer Folge als Steinbruch benutzt. Heute sind vom unteren Stock noch der Keller, Ruinenreste und Mauerreste vorhanden. Würde man es original rekonstruieren, würde es die gleiche Größe wie Schloss Trautenfels einnehmen. Auffällig ist auch die ungewöhnliche Lage. Auf einem abfallenden Hang, der eigentlich keinerlei natürlichen Schutz geboten hat. Wandern wir weiter Richtung Ortszentrum, entdecken wir das Schloss Mittersteinach, besser bekannt als Gemeindeamt, wo damals wie heute wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Judith von Obersteinach ließ sich auszahlen und baute das ihr gehörige Fuchsengürtel im Dorf Steinach zu einem Herrensitz aus. 1563 zog sie mit ihrem Gatten Kaspar Zedlitz von der Mauer in diesen Herrenhof. Sie hatte sich verpflichten müssen, hier keine Feste, kein Schloss zu errichten und sich auch keine Edelmannsrechte anzumaßen. Ihre Söhne hielten sich jedoch nicht daran, wie so oft im Leben, wie die Jugend anders wie die Alten, und die bauten das zu einem Herrschaftssitz aus. Originalmauerwerk ist nur mehr der Verbindungsbogen zwischen dem heutigen Marktgemeindeamt und dem ehemaligen Wirtschaftsgebäude. Der Adel war vor allem damals Förderer und Patron des Gemeindewesens. Robert Fantow schenkte das Areal des Hauptplatzes der Gemeinde damals noch, der Marktgemeinde damals noch Gemeinde, dass der Hauptplatz so gestaltet werden konnte, wie wir ihn heute kennen. Eveline Neumeier, geborene Dobner von Dobenau, schenkte den Grund für die Volksschule der Gemeinde. Erbauer und Schlossbesitzer waren stets von Schaffenskunst und Tatendrang geprägt. Schloss Friedstein wurde von Hans Friedrich von Untersteinach, Sohn des Veit, 1595 bis 1613 erbaut. 1595 nach dem Beginn ging ihm irgendwann einmal das Geld aus und er zog mit seiner Frau nach Oberösterreich, nach Steyr. Seine Frau kam bei einem Gebäudeumsturz ums Leben und Hans Friedrich zog zurück ins Enztal und baute Schloss Friedstein fertig. Wie bei den vorangegangenen Gebäuden erzählt auch die Geschichte von Friedstein, von zerstörerischen Ereignissen. 1776 brannte Schloss Friedstein das obere Stockwerk komplett und der Kalvarienberg aus. Graf Guidobald von Saurau ließ das Ganze wieder errichten. Ich bin fasziniert, es ist historisches Gebäude. Und weil es eben sehr schwierig ist, die Bausubstanz so zu gestalten oder so zu erhalten, wie man es heute gewöhnt ist, verschlingt es sehr viel Geld, dass es immer noch Leute gibt, die das tun. Die Verbindung zwischen Adel und der Kirche war immer eine starke. Dies wird auch am angrenzenden Kalvarienberg deutlich. Hier wird der Leidensweg Christi zu seiner Kreuzigung dargestellt. Die einzelnen Stationen sind aber nicht mit Skulpturen besetzt, weil zu große Diebstahlsgefahr besteht. Die Schlösser erzählen von ihrer bewegten Geschichte und die des Enztals. Sie faszinieren seit jeher die Menschen,
die in ihnen arbeiten, die über sie forschen, die sie besuchen oder sogar die in ihnen leben.